Dieses Video wird Ihnen präsentiert vom Autopark Nahne, Ihr Peugeot-Partner in Osnabrück. Ständig riesige Auswahl an Neu-, Jung- und Gebrauchtwagen. Ja, Markus Alvarez ist bei mir nach dem 3:0 gegen Preußen Münster. Aus seiner Sicht vielleicht erstmal zu Beginn, wie hast du das Spiel gesehen? Ich glaube, war ein typisches Derby, ne? Ging ein bisschen hin und her, vielleicht mit den besseren Chancen auf Seiten von Preußen Münster. Aber wir haben uns dann relativ zügig gefangen und ja, ich denke, der Doppelschlag vor der Halbzeit war dann schon so, dass es sehr schwer wurde, dann für Preußen Münster was dagegen zu legen. Ich glaube, dass Preußen Münster deutlich besser war die ersten 20 Minuten. Auch mehrere Torchancen hatte, wo Nils gut gehalten hat. Da hatten wir ein bisschen Glück. Ich selber köpfe auch, glaube ich, an die Latte oder an den Pfosten nach einer Ecke. Dann aber nach dem 1:0 wurde es ein bisschen besser, ein bisschen ausgeglichener. Wir hatten uns auch ein paar Chancen erarbeitet. Da macht Alba natürlich das 2:0 und dann haben wir das Spiel ein bisschen auf unsere Seite gezogen und gehen wir in die Halbzeit. Und dann mit der roten Karte, den Elfmeter und dem 3:0 war das Spiel, glaube ich, gegessen. Waren ein Spieler mehr und dann konnten wir das relativ entspannt nach Hause spielen. Dem 1:0 ist ein Schmähgesang der Preußen-Fans vorausgegangen dir gegenüber, weil du hast davor schon einen ordentlichen Schuss abgelassen auf den Torwart. Dann kam dieser Schmähgesang und dann kam die nächste Aktion. Welche Rolle hat das für das Tor oder für den weiteren Verlauf der ersten Halbzeit gespielt? Ja, in erster Linie tut es mir natürlich leid. Ich glaube, Torwart hat eine Gehirnerschütterung, wünscht man keinen. War auch keine Absicht und dass dann so Schmähgesänge kommen, ich meine, das im Fußball mag das dazugehören, ist natürlich trotzdem nichts Schönes, hat mich aber ein bisschen mehr gepusht und hätte das Ding vielleicht schon direkt bei der Volleyabnahme sehr gern selbst gemacht, aber Trappo hat es sehr lang gemacht und dementsprechend denke ich, war das so eine kleine Motivation nochmal, die Schmähgesänge und hat viel Spaß gemacht heute. Du hattest am Anfang ziemlich starke Aktionen, hilft dir das auch ins Spiel reinzukommen und dann so ein Limit zu halten? Wie kann man das als Torwart beschreiben? Ja, als Torwart musst du immer wach sein. Es kann auch sein, dass du wirklich 89 Minuten kein Ding aufs Tor bekommst und dann auf einmal musst du da sein. Man versucht immer die Spannung zu haben im Spiel, konzentriert sein, mitzugehen, die Wege mitzumachen, rechts und links, wach sein, viel zu sprechen, damit man auch im Kopf wach ist. Aber natürlich ist es einfacher für einen Torwart, glaube ich, wenn du viele Aktionen im Spiel hast, viel machen musst, auch drin zu bleiben, drin zu sein. Aber dementsprechend können die Bälle auch reingehen. Also dann sieht es natürlich wieder schlechter aus für den Torwart. Aber ja, es hilft schon. Es hilft schon, wenn man eine gute Aktion hat und damit ins Spiel kommt. Das ist was Gutes. Deine Freistoßausbeute ist diese Saison beachtlich bisher. Das ist jetzt der dritte Freistoßtreffer in einem Pflichtspiel. Zweimal in der Liga, einmal im Pokal. Trainierst du die extra nochmal oder läuft es jetzt gerade einfach? Ja, wir machen uns natürlich immer Gedanken, egal ob das Standards sind oder direkte Freistöße, wir machen uns immer Gedanken und ich glaube, jeder Drittliga-Verein hat mittlerweile einen sehr guten Standardschüsse und bei uns habe ich das Privileg, die schießen zu dürfen und es gehören aber immer mehrere dazu, die Jungs, die mit mir üben, die Jungs, die Ideen haben und heute kam die Idee von Heidi, dass er gesagt hat und von unserem Co-Trainer, hey, überleg doch mal, haben alle deine Freistöße jetzt gesehen über die Mauer, überleg doch mal, ob du ihn unter der Mauer oder ins Torwart-Eck schießt. Und dann habe ich gesagt, na gut, probieren wir es halt mal. Und es hat geklappt und umso schöner. Trotz des glücklichen Sieges habt ihr ja, glaube ich, auch ganz ordentlich gefeiert. Sagst du immer was zur Stimmung und was ihr nach dem Spiel da erlebt habt? Ja, die Stimmung ist, glaube ich, in jedem Heimspiel bis jetzt überragend. Egal, ob es 1860 war oder ob es sogar in Meppen war, da waren, glaube ich, 2.000 oder 2.500 Zuschauer. Jetzt wieder war volles Haus. Also, was die Fans hier abreißen, ich glaube, der Sieg war für die Leute auch sehr wichtig, für die Region sehr wichtig. War einfach eine Riesenstimmung auf dem Zaun. Wie man sieht, wie die alle mitgehen und wie die alle mitfiebern. Die sind genauso geschwitzt wie wir nach dem Spiel, obwohl die da eigentlich nur stehen, sage ich mal. Die geben wirklich ihr Herzblut und deswegen war es, glaube ich, für alle einfach eine schöne Sache heute. Ja, das dann zum Schluss dann nur noch Genugtuung. Wenn du dann siehst, halt, dass die Fans sich komplett auf den Zaun holen, dann weißt du einfach, dass sie geschlossen hinter der Mannschaft stehen und dass sie zufrieden waren mit der Leistung, die sie gesehen haben. Und dann ist das, glaube ich, für alle geil, für die Fans, für die Mannschaft, hier für ganz Osnabrück. Und es war einfach ein Gänsehautmoment. Ich glaube, das ist auch was Einzigartiges, was hier entsteht. Wie die Fans mitgehen, wie die uns nach vorne schreien. Ob das zu Hause oder auswärts ist. Auf jeden Fall, die machen eine super Stimmung. Und jetzt zum Schluss haben wir noch alle zusammen den Derby-Sieg gefeiert. Und ja, war ein gutes Gefühl. Alles klar, besten Dank jetzt.